Was geht ab, das ist euer bester Freund K-Doppel-O-L, S-A-V-O-S, Kusawasch, AKA, der King of Rap, ihr seht das Splash Mac. Okay, herzlich willkommen, liebe Splash Mac-Zuschauer, werte Internetgemeinde. Mein Name ist Morlock Dilemma und ich habe mich heute aus den Niederungen meines Schattendaseins entrissen, um ein kleines Kamingespräch mit einem großartigen Künstler unserer Szene zu führen. Die Rede ist von keinem Geringeren als dem Präsidenten von Belonien, Monsieur SA. Herzlich willkommen, Kool Savas. Schönen guten Tag. Okay, John Bello Story 3 ist fertig, ist im Kasten. Wie fühlst du dich? Fällt dir die Last von den Schultern? Erstmal habe ich noch ein paar Pressetermine, so wie den hier jetzt heute zum Beispiel. Morgen sind wir nochmal hier, übermorgen Hamburg, dann Kölle und so weiter und so fort. Wenn die Dinge alle fertig sind, dann bin ich ein bisschen glücklicher. Video haben wir jetzt fertig gedreht, ich gucke jetzt, wie es ankommt und ich will einfach, dass es endlich rauskommt, das Album, dass sie das hören können und ich will einfach endlich nachlesen und hören können, was sie von dem Album halten. Genau. Bist du eigentlich jemand, der so gedanklich eher ein Projekt nach dem anderen abarbeitet oder so einer von der Arbeit getriebener, der praktisch immer verschiedene Projekte parallel macht oder wie läuft das bei dir ab? Nee, die Sachen. Es gibt zwar Projekte, die auch parallel laufen, aber die sind dann eher so im Kopf noch weiterhin. Aber die während den Aufnahmen und während dem ganzen Zeugs, was damit zu tun hat, jetzt bei Bello gerade zum Beispiel war es so, dass ich an nichts anderes denken konnte, so weißt du. Mo hat zwar parallel auch an MMS weitergearbeitet, hat noch Sachen gemacht, aber ich war jetzt erstmal so, ich so, okay, ich muss das zu Ende bringen. Und dann ist halt, dann steht halt unter anderem MMS an, aber auch Vorbereitung für die Tour wieder. Das ist dann, die Tour ist dann wieder fast wie ein eigenes Projekt, so. Okay, also ihr habt ja auch in den Internetblogs sehr große Mystik drumherum gemacht, wie die Produktionsweise so abgelaufen ist. Wie muss man sich das vorstellen? War das wie bei Teil 2 mit so einem Bootcamp und alle haben Beats gepickt und Brainstorming gemacht? Wie lief das jetzt ab? Genau, ich habe mich im Vorhinein habe ich mich mit Mel zum Beispiel getroffen und Bass, mein Kollege, der hat sich, den haben wir auch noch mit ins Boot geholt, musikalisch. Dann haben wir erstmal so ungefähr besprochen, wie der Sound sein könnte, der Vibe, so, weißt du, was die beiden zusammen machen könnten. Dann haben die beiden ganz viel Beats schon mal vorgearbeitet und wir haben ein Studio gesucht, was in der Mitte von Deutschland war oder ist und dort habe ich alle hin eingeladen. Wir haben so ein Rundschreiben gemacht so und dann haben wir zum Beispiel Oli Banjo eingeladen und auch viele andere haben uns dort getroffen, haben gechillt so. Die Jungs haben auch überwiegend auf Luftmatratzen und so gepennt, bisschen Hood-Style und dann Hoodstock sozusagen. Und dann haben wir halt die ganze Zeit einfach aufgenommen, aufgenommen, aufgenommen und am Ende bin ich nochmal rübergegangen und habe dann geguckt, ey, was passt wo, wo könnte wer drauf sein, was kann man wegnehmen und so. Insider. Und so haben wir es halt dann gemacht. Okay. John Bello Story 2 kam ja noch über Optik raus, ne? War das diesmal krasserer Organisationsaufwand oder hast du da jetzt auch ein Team, was dich da unterstützt hat, so für die Orga? War da jetzt, oder gab es überhaupt keinen Unterschied so? Also im Prinzip ist ja das Team gleich geblieben. So mein Kollege zum Beispiel Laube, der David Laube, der die ganze Zeit das eh schon bei Optikau mit mir gemacht hat und so, der ist am Start sowieso. Unser Grafiker Erik ist der gleiche geblieben. Wir hatten Bass, der noch mitgeholfen hat und im Prinzip jetzt bei Fotografen zum Beispiel Katja, Ondro, jetzt White Studios machen die Videos. Also eigentlich das Line-up ist total identisch wie das von Bello 2. Und wir haben diesmal sogar noch ein bisschen organisierter gearbeitet, weil wir versucht haben, im Vorhinein schon mehr zu checken, damit es später leichter wird. Aber es war eigentlich easy. Und wir haben ja auch Groovetech im Boot, so weißt du, als Vertrieb, die ja auch schon ein bisschen auch Labelarbeiten übernehmen. Also war gechillt. Also du konntest dich aufs Schreiben konzentrieren und so und musstest dir nicht noch Kopf über andere Sachen machen. Ja, doch hauptsächlich schreiben. Also das Wichtigste war, Songs zu einem bestimmten Zeitpunkt fertig zu haben. So, das ist einfach der größte Stress, den ich mir selber dann auch irgendwann mache, weil ich halt auch manchmal dann nicht mehr weiterarbeiten kann. Und diesmal eigentlich habe ich gesagt, ey, ich mache jeden Song zu Ende im Studio mit Hook, mit allem, aber es hat dann auch nicht so ganz geklappt. Und dann sagt man, ach, die Hook, die mache ich später. Und dann hängst du da und hast dann vier unfertige Songs und keine Ahnung, da hatte ich ein bisschen gesundheitliche Probleme auf verschiedenen Ebenen, dann kam das dazwischen, da hatte ich dann so 2, 3 Wochen so komplett Knockout und keine Ahnung, ja. Aber Gott sei Dank, es hat geklappt, Alter. Das Master wird, glaube ich, heute fertig gemacht. Und es klingt auf jeden Fall gut, wir haben vorhin mal reingehört. Das Bello-Ding war ja als Trilogie angelegt. Und jetzt ist Teil 3 fertig. Heißt das zukünftig nur noch Savage-Solo-Alben oder gibt es andere schon so Ideen für Mixtape-Projekte, Konzepte?
Also ich weiß jetzt nicht, bei mir ist es immer so, eine Idee kann kommen und kann dann total einen Tag lang voll gefeiert werden oder eine Woche und danach rede ich nie wieder darüber. Aber es kann auch sein, dass ich halt, wie gesagt, auf einen ganz neuen Film dann auch irgendwas starte und dann das auf jeden Fall viel mehr wird. Bei Bello war es jetzt nicht wirklich vom ersten Teil so ersichtlich, dass wir das so lange durchziehen würden und dass es auch sowas werden würde mit Videos und mit allem drum und dran. Aber ich glaube, ich werde schon noch gucken, Kusavage-Alben, aber es stehen ja auch noch ein, zwei Kollabo-Alben auch an, so ist. Also ich denke prinzipiell, Zum Beispiel. ich will nicht über ungelegte Eier quatschen. Alter. Im Endeffekt, wenn es dann nichts wird oder so, dann sind die Leute auch enttäuscht, beziehungsweise sagen, die Ivi behindert, der redet, aber da ist nichts dahinter. Okay, du hast ja auch einen Feature-Track mit Yin Yang Twins gemacht, den du auch produziert hast. Sag mal, wie kam es dazu? Also, wie bist du überhaupt zum Produzieren gekommen? Wie hat sich das vielleicht über die Zeit verändert? Kannst du ein bisschen was erzählen? Ich habe früher relativ intensiv produziert. Wir hatten ja MPC zu Hause, auch S900 davor. Und ich habe so parallel, ich habe produziert, habe Mel ein, zwei Dinge gezeigt, so, dann hat sie auch angefangen. Aber sie hat es schon viel ernsthafter gemacht, weil ich ja auch noch das Rappen hatte, so. Und ich habe gemerkt, das, was ich produziere, ist immer zu viel beeinflusst von Sachen, die ich höre. Und deswegen habe ich nie meine eigenen Beats so sehr gefeiert. Ich habe ab und an mal einen gepickt, auch so ein bisschen spaßhalber. Futurama habe ich ja zum Beispiel mit meinem Cousin zusammen gemacht, das war einer der letzten. Aber ich habe auch nie richtig aufgehört. So, sprich, ich weiß, wie man einen Beat macht, aber ich stehe so sehr auf sehr einfache Sachen und bin nicht so super kreativ beim Produzieren. Zwei Tracks auf dem Album habe ich mitproduziert halt, unter anderem den mit Ying Yang Twins und noch einen so einen R&B-artigen Track. Und ja, das Ding ist, mein Kollege, der verbucht die waren in Deutschland, der meinte, ey, wenn du willst, wir kommen mit denen vorbei und ihr könnt ins Studio gehen. Da sind die gekommen, abends war ein bisschen Hickhack, so, die waren ein ganz kleines bisschen anstrengend, so, weil die halt, keine Ahnung, hektisch waren und ich kam gerade von der Show und wollte mich erstmal zu Hause chillen. Dann rufen die mich an aus dem Studio, ey, die machen hier voll Aufstand, die wollen Beats hören. Ich so, nee, es gibt keine Beats, so, die hören die, wenn ich komme, so. Und dann haben die meinen Engineer zu Tode genervt, bis er seine Beats gezeigt hat. Dann kam ich hin, dann hatten die schon Hook fertig, wollten aufnehmen und so, wo sollte dann ein Track über Geld gehen? Ich habe gesagt, ey, ich rap nicht über Geld. Da meinten die, warum, weil du keins hast. Da meinte ich, nein, vor der Tür steht mein Cayenne. So musste ich ein bisschen zurückfronten. Und dann habe ich halt meinen Verse geschrieben. So, die haben dann halt in 20 Minuten ihre Verse geschrieben. Ich habe dann in einer Stunde meinen Verse geschrieben oder anderthalb. Und nachdem sie den gehört haben, dann war auch alles gut. So, weißt du? Dann war so auf Reset alles. Dann haben die gesagt, okay, der ist krass. Und dann war auch alles. Danach war übergechillt. Dann haben wir ein Video dazu gedreht und dann voll smooth rumgehangen. So. Aber jetzt Hand aufs Herz, hörst du Yin Yang Twins auch privat? Ehrlich gesagt, nicht nur im Club. Also, das Ding ist halt, die meisten von diesen Downsouth-Sachen, ich bin überhaupt durch meinen Engineer daran gekommen, überhaupt der Sache eine Chance zu geben. Ich war schon sehr ignorant, was das angeht, weil ich habe gesagt, das ist alles Schmutz, so, aber es ist auch nicht wahr. Mittlerweile, ich feiere wirklich ein paar Downsouth-Sachen richtig hart, so, da gibt es mehrere Dinge, besonders so wenn die schon ein bisschen hohl und ignorant sind, was ja fast alles da ist, so, aber ich mag das, so den Vibe, den die Leute so ausschauen, auch dieses Ehrliche in der Mucke auch oft, aber dadurch, dass wir viel Hostings machen, kommt es schon auch dazu, dass ich mittlerweile so diese Hits, sage ich mal, diese Club-Hits auch auswendig kann, so, ob ich die feier oder nicht, unabhängig davon. Nochmal zurück zu den Produktionen. Was hat der Sound, oder welche Rolle spielt der Sound bei euren Produktionen? Und würdest du sagen, dass ihr auch versucht, so da ein bisschen so eine Vorreiterrolle in Deutschland, so avantgardistisch wie möglich zu sein, ja, was die Produktion betrifft? Also, ich glaube, das ist davon abhängig, wie die momentane Situation ist, so jeweils. Als ich zum Beispiel rauskam, ich hatte nur eine Vierspur zur Verfügung, sprich, ich habe überhaupt nicht auf den Sound geachtet. Mir war das kackegal. Wenn mal in dem Sound, in dem Beat was zu laut oder zu leise war, dann war das für immer so. Wenn es gerauscht hat, es hat eh gerauscht, so, weißt du. Es war wirklich Katastrophe teilweise, die Aufnahmen. Und ich habe manchmal dann Tracks von Tape nochmal nachmastern lassen, damit die halbwegs hörbar waren, so. Siehe Pimp Legionär EP zum Beispiel. Aber zu dem Zeitpunkt haben alle viel Wert auf Sound gelegt. Sprich, die Künstler sind sogar ein faires MC, ist dann in ein dickes Studio gegangen und hat irgendwie wahrscheinlich 60.000, 70.000 Mark für seine Produktion ausgegeben, weil er gleichzeitig wieder 200.000, 300.000 damit verdienen konnte. So, wenn der hat ja 120.000 Platten verkauft damals, was man nicht glaubt. So. Aber für mich war es da war ich genau das Gegenteil. Jetzt ist es so, jetzt legt keiner mehr Wert auf Sound, so, also fast überhaupt keiner mehr, die wenigsten.
Und jetzt haben alle, okay, das reicht mir am Computer, der Sound, das ist für mich jetzt gemastert oder ich hau da Limiter drauf und so. Und jetzt klingt es schon teilweise übel durch halt die MySpace-Generation, weißt du, denen das wurscht ist. Und jetzt sind wir an dem Punkt, wo ich sage, ey, ich muss mir das ja jahrelang noch anhören. So, die können für sich entscheiden, oh, ich feiere den nicht so. Aber ich muss irgendwann mich mit meinen Kids oder Enkeln oder wem auch immer hinsetzen und sagen, hier, das hat euer Vater oder Opa in dem Fall gemacht, so. Und wenn es dann nur klingt wie Grotte, beziehungsweise wenn die merken, der hat sich keine Mühe gegeben, ist das peinlich für mich so. Darum, wir versuchen, das, was im Rahmen ist und das, was unsere Möglichkeiten hergeben, das auch wirklich komplett auszunutzen. So. Du hast ja auch die alte Zeit angesprochen, so wo ihr auf 4 Spur gemacht habt und so. War das so, dass dieser dreckige Sound so eine Sache war, es ging halt nicht besser, so wegen den technischen Möglichkeiten? Oder war das auch so ein Flavor, den du gefeiert hast? Zwangsläufig gefeiert. Also ich erinnere mich, dass wir ein Mic gekauft haben und es war einfach wirklich so, ich habe nicht so viel Geld verdient, ich habe mir das Mic für 10 Mark geholt. Ich habe gar nicht drüber nachgedacht, dass man ein besseres brauchen könnte. Aber es war ein Riesenunterschied, als wir dann mit dem 150 Mark Schuhe aufgenommen haben. So. Und als ich das Geld hatte, haben wir uns dann auch so eine BR-8 von Boss geholt, so einen digitalen 8-Spur-Rekorder. Und das war dann für uns schon, wow, das war NLP, weißt du, das ist darauf entstanden. Und keine Ahnung, ich war jetzt nie dieser Hardcore-Verfechter davon. So. Und zu dem Zeitpunkt war das einfach für alle so, ja, das ist das, was wir machen können und das reicht uns so. Aber keine Ahnung, ich meine, das verwechseln die Leute auch manchmal mit Seele und so und ja. Mit warm und so. Das ist halt Rauschen, weißt du? 50 Hertz, Alter. Jetzt hast du früher auch ein bisschen so diese Primo-Sachen, ich würde mal sagen, gehatet. Und jetzt letztes Jahr ihr Rap-Film, ich fand das so ein bisschen, so auf mich wirkte das so ein bisschen wie die Versöhnung mit der Golden Era, die vielleicht früher ein bisschen gehatet wurde. Habe ich das richtig empfunden so oder hat sich deine Sicht so über die Jahre verändert, was so diese Sachen betrifft? Also ich musste mich damit gar nicht groß versöhnen, weil ich bin vom Anti-Backpacker zum Flamboyant Rapper zum Backpacker wieder geworden. So. Das hat natürlich auch ein bisschen was mit dem Alter zu tun, so, weil ich bin jetzt gerade 35 geworden unter anderem. Achso, übrigens nochmal alles Gute nachträglich. Dankeschön, vielen Dank. Auch an alle, die Glückwünsche geschrieben haben über Twitter und was auch immer. Dankeschön. Und also wie gesagt, das hat ein bisschen was mit der Entwicklung und bla. Unterm Strich ist es einfach so, dass natürlich, wenn man zurückblickt, sieht vieles besser aus, als es manchmal war. Es ist ja auch so, wenn man dann über alte Beziehungen nachdenkt, oft ist so, oh, das war so eine tolle Zeit, aber muss gar nicht so gewesen sein, so weißt du. Aber es ist, glaube ich, auch erwiesen, dass das Gehirn negative Sachen mit der Zeit eher ausblendet und die positiven übrig bleiben, oftmals. Keine Ahnung, ob das so ist. Ich quatsche irgendwas, aber... Nee, Mann, das ist einfach so, zu dem Zeitpunkt habe ich es gehasst, in den Club zu gehen und nur Primo zu hören. Jetzt würde ich mich freuen, mal wieder Primo hören zu können. So. Unterm Strich, finde ich, wäre es echt am besten so ein Schmelztiegel von allem, so, weißt du, und alles irgendwie und einfach ein bisschen mehr Hip-Hop wieder, ein bisschen rumgecyphere, ein bisschen Freestyle, aber ich will auch nicht nur so, weißt du, das muss von allem etwas sein. Auf dem Album waren ja jetzt doch dann eher so, ich würde jetzt sagen, in Anführungsstrichen synthetische Sounds, so, hast du, ein bisschen klingt das dann so für dich, dass du mehr so die Boom-Bap-Sache mal machst oder ab und zu mal so, spielt keine Rolle. Ey, ich limitiere mich da nicht, aber ich lege es auch nicht voll drauf an. So. Und ich finde, das Album jetzt, das hat schon auch viele Tracks, die sehr hip-hoppig sind. Das, was man darunter versteht, das, was wir darunter verstehen, meiner Meinung nach. Aber es ist auch so, dass viel nachgespielt ist, also nicht nachgespielt, sondern viel mit dem Keyboard-Synthesizer eingespielt ist. Dadurch automatisch kriegt es einen synthetischen Flavor. Und natürlich die Art, wie unser Engineer ist zum Beispiel jemand, der ganz viel Down South auch hört selber, so weißt du, und selber auch sowas produziert. Und dadurch natürlich der Swag, den er den Songs nochmal gibt, ist auch manchmal ein bisschen Down South-mäßig oder etwas synthetisch so. Oder er hat damit kein Problem. Auf der anderen Seite versucht er auch dann gegenzuwirken, indem er Synthesizer-Sounds resampled und so weiter, etc. Also er gibt sich da schon Mühe und wir versuchen eine gute Grätsche, die uns allen gefällt, so weißt du, weil unterm Strich, wenn man wirklich Fan von Rap-Musik, Hip-Hop-Musik, was auch immer ist, so, denke ich, dann mag man auch das ganze Spektrum, so weißt du, und dann sucht man für sich so einfach ein gutes Zwischending oder je nachdem das, was man selber am meisten fühlen kann dann. Ihr habt ja auch noch einen anderen interessanten Song mit dieser Techno-Pilot, wo er eigentlich auf dem Techno-Beat rappt, aber die Dudes verarscht, die auf Techno-Beats rappen. Erzähl mal was dazu. Also es ist so, prinzipiell sage ich jetzt schon, die Leute sollen nicht denken, dass das irgendwie jetzt gegen Frauenarzt oder gegen die Atzen oder so ist, weil ich finde den Dude cool im Sinne von,
Die haben schon immer diesen Sound gemacht, weil ich erinnere mich, die sind in Royal Bunker gekommen und haben auf MD irgendwie ihre Tracks abgespielt. Ich habe den noch nie auf einem langsameren Beat als 120 BPM gehört. So. Darum, ich gönne das dem so, weißt du, und das ist natürlich voll einfach und so weiter, aber das ist sein Ding, das ist deren Ding. Was ich nicht mag, ist, dass die Leute jetzt auf ihren Film kommen, oh, Hip-Hop ist so langweilig und wow, das geht ja eh ab, jetzt machen wir selber sowas. So. Und das ist genau das Gleiche, wir haben vorhin darüber privat gesprochen, dass man es abgehatet hat, diesen Primo-Sound, weil alle es gemacht haben und weil sie sich dachten, so muss es klingen. Genauso, wenn alle auf Dre's Run sind oder alle auf Neptunes, das stresst ja genauso. Aber diese Techno-Pilot war eigentlich echt nur ein Statement, so weißt du, back to Hip-Hop ein bisschen. Und wie gesagt, ich habe ja auch selber in meinem Umfeld viele Leute, die selber auch so ein bisschen elektroide Musik machen und die auch selber sowas Verrücktes machen. Das ist auch alles schön und gut. Ich finde es nur Trauer, auf irgendwelche Trends abzugehen, so komplett. Und deswegen wollten wir einfach ein bisschen fronten, der gute Olli und ich. Sehr schön. Du sprichst Olli auch gerade an, mir ist auch aufgefallen, der ist relativ oft auf dem Album. Ist das, wie kam es dazu und kann man vermuten, dass daraus sich vielleicht eine Kollabo-Arbeit in Zukunft entwickelt? Also ich meine, auf dem Album ist es ja schon fast wie Kollabo. Wir werden auf Tour auch zusammen sein. Er kommt mit auf Tour. Das wird auch Kollabo sein. Es ist einfach so, wir haben uns mit der Zeit halt, wir haben uns oft gesehen, mit der Zeit besser kennengelernt. Der ist ein obergechillter, sehr umgänglicher und korrekter Typ. Und das hat einfach im Studio so Spaß gemacht. Und was ich an ihm so mochte, ist, dass er, weißt du, er hat ja eine bestimmte Stellung auch in diesem Game, so, weißt du, ganz viele Leute respektieren ihn so und es gibt nicht wenige, die bestimmt sagen, oh, Olli ist 10-mal so geil wie Savage, so, weißt du, bestimmt auf MC jeder Zweite, so, aber es geht darum, er war mit mir im Studio und er hatte trotzdem so kein Problem, sein Ego auch, wenn es ums Tracks ging oder so, einfach auch mal dann zurückzustellen und zu sagen, ey, ich vertraue dir auch, so weißt du, ich habe auch Respekt vor deiner Arbeit und ich vertraue dir, dass ich gehe davon aus, dass wenn du sagst, komm, lass uns das so machen, dass das so auch funktioniert. Und das ist für mich persönlich die beste Arbeitsvoraussetzung, so weißt du, da geht es nicht darum, ich muss nicht das Alpha-Tier raushängen lassen, aber für mich ist es am leichtesten, wenn ich entscheiden kann, wer gerade den Lenker übernimmt, so weißt du. Und wenn ich eine Vision für einen Song habe, dann nützt mir das nichts, wenn da jemand kommt und voll gegengrätscht, so weißt du. So ein Song wie MySpace, wo Olli eigentlich den geilsten Part drauf hat, so weißt du. Und ich meinen nochmal geschrieben habe, weil alle gesagt haben, boah, Olli hat dich gekillt, der ist so witzig, du bist voll unlustig. Aber trotzdem war dieser Song ist in meinem Kopf entstanden, so weißt du. Und er ist mitgezogen, hat da sein Bestes zugegeben und das finde ich einfach geil. Ich denke, das ist wie so eine Gemeinschaftspraxis von Ärzten, wo der eine am besten Wurzel behandelt kann, der andere ist eher für die Venäs zuständig, der dritte wiederum für keine Ahnung, Mundhygiene, Parodontitis, Vorprophylaxe und so weiter, weißt du? Also ich glaube, so kann man das ungefähr sehen. Aber am Ende hast du ja natürlich bei dem Projekt die Leitung und guckst, welcher Arzt in welches Zimmer geht, ne? Bekanntermaßen haben ja Rapper große Egos. Macht das Arbeiten mit Rappern manchmal für dich schwierig? Ja, es kommt drauf an, mit wem, Alter. Ich gucke schon sehr darauf, dass ich mit den Leuten klarkomme. So, es gibt wirklich Menschen, die ich auch musikalisch auch interessant finde, beziehungsweise mit denen ich auch was machen würde, wenn die nicht so behindert sich benehmen würden, so weißt du. Also für mich ist es echt, ich denke, das ist auch das Geheimnis einer Beziehung, so dass man einfach, es muss Harmonie existieren, so weißt du. Und es macht keinen Sinn. So, ich meine, ich war zum Beispiel so früher, ich hatte das Gefühl, ich stand immer so auf komplizierte Frauen, so weißt du. Das will ich gar nicht mehr. Ich will gar nicht eine Frau, die total geistesgestört ist und total irgendwelche verrückten Moves bringt und so und mir das Leben schwer macht. Und genauso wenig will ich auch unbedingt jetzt Leute in meinem Umfeld haben, die es für mich alles so kompliziert machen. So, ich sag lieber alle an einem Strang ziehen. So, das fällt mir persönlich einfacher, so leichter dann irgendwie schneller ans Ziel zu kommen. Aber in unserem Fall, in diesem Bootcamp, waren echt viele Artists und sogar Curse, als er gekommen ist, so weißt du. Ich denke, basiert alles auf Respekt. Der hat sich auch keinen Film geschoben, so weißt du. Der hat sich genauso wie alle anderen auch da auf den Boden, auf die Matratze gelegt, hat genauso bei jedem Track mitgemacht, so. Trotzdem haben wir uns hingesetzt und bei sowas wie Weck mich nicht auf, das war der Track, prinzipiell das Thema des Tracks kam auch von ihm, so weißt du. Da haben wir zusammen überlegt, aber da muss man einfach gucken, so, weißt du. Mit dem einen ist leichter, mit dem anderen schwerer. Mit Frankie ist für mich voll leicht, so, weißt du. Wir machen Track und der rappt mir was vor und ich sage, ey, Frank, das ist der letzte Scheiß. So, genauso gut kann er es zu mir sagen und wir heulen beide nicht rum. Aber es gibt Rapper, denen kannst du nicht sagen, ey, das ist Dreck, was, oder diese zwei Zeilen gefällt mir nicht. Schreib es mal bitte um, so, weißt du. Manche würden da rumheulen, so. Genau. Denkst du, dass dein Leben spannend genug wäre, um 90 oder Material für 90 Minuten Leinwand zu bekommen? Schon, auf jeden Fall, aber es kommt darauf an, ob man das unbedingt will oder nicht, so weißt du. Und ich denke, jedes Leben ist spannend genug, so weißt du. Also ich glaube,
es kommt ja darauf an, was du davon zeigst. So, allein wenn du anfängst, über die inneren Konflikte, die im Menschen vorgehen, wenn du darüber anfängst zu erzählen, da kannst, weißt du, da kann jeder Mensch ein Buch und sollte jeder Mensch eine Autobiografie. Bloß, ob die Welt das braucht oder so, das ist die andere Frage. So, das kommt halt darauf an, das irgendwie gut umzusetzen, das künstlerisch so umzusetzen, dass es interessant gemacht wird. Und jetzt unabhängig von deiner Biografie, hast du irgendwie mal eine Idee, wo du rumgesponnen hast, wo du gesagt hast, das würdest du gerne mal verfilmen, beziehungsweise mit wer wäre denn da dein Wunschregisseur, wenn du da die Wahl hättest? Schwer, Alter. Also ist natürlich, man ist ja auch inspiriert von den anderen Leuten, die Filme gemacht haben, so, und diese typische Rocky-Story vom, man hätte es mir nicht zugetraut und ich habe es geschafft, das wäre natürlich für jeden, glaube ich, reizvoll. So, das fände ich persönlich auch interessant, aber das ist unterm Strich jetzt nicht so Dings. Genauso wie jeder 22-Jährige, der zu mir kommt und sagt, dass er ein Drehbuch schreibt, es ist immer eine Gangster-Story und es ist immer ein paar Dudes, die Scheiße bauen und der einer schafft es dann nur so. Aber ich glaube, wenn ich so eine Gedanken hatte, dann habe ich die nie so weit zu Ende gesponnen, als dass ich mich jetzt noch daran erinnern könnte. So, weißt du? Also ich glaube, die irgendwann hatte ich schon Ideen für Filme so, aber genau, ich glaube, ich hatte mal so eine Idee für so einen Horrorfilm über so einen kleinen Jungen, der, daran erinnere ich mich, der so Sachen schreibt, so, weißt du? Und ich hatte sogar einen Titel dafür. Ich habe es aber echt vergessen, Alter. Irgendwas mit Schreiben hat er das zu tun. Und er schreibt Sachen und das sind so wie Prophezeiungen und all diese Sachen, irgendwie werden die auch wahr. Ich weiß, dass sowas auch schon gab, aber als ich drüber nachgedacht habe, war das gerade nicht so ein Thema. Und das ist halt auch, er hat noch einen kleinen Bruder und nur Mutter. Es war schon ein bisschen Klischee, aber war nicht so schlechte Idee. Aber so für die Zukunft, ich meine, irgendwann wirst du vielleicht keinen Bock mehr haben, auf Bühnen zu gehen, aber trotzdem kannst du ja schreiben. Also du hast ja 10, 15, 20 Jahre dann einfach mal Erfahrung, wie man Texte schreibt. Denkst du, dass das eine Zukunftsperspektive wäre, irgendwie als Texter oder halt vielleicht für solche abgedrehten Stories? Nee, ich glaube, dafür bin ich zu kritisch mit dem selber, auch was ich schreibe, auch ob, wenn das mir jetzt paar Leute nicht glauben werden, so. Ich habe zum Beispiel, ich schreibe ab und zu so Spiele-Reviews, so, was die Leute nicht wissen. Und manchmal sitze ich dann über so, was weiß ich, so ein paar Zeilen, sitze ich dann 3 Stunden, weil ich sage, Mann, das ist voll behindert, oh, das ist Klischee. Weißt du, ich habe zu viel Paranoia, mich da locker zu machen. Bei Musik bin ich einfach so selbstbewusst mittlerweile, dass ich mir sage, ey, das ist so geil, da könnt ihr mir jetzt nichts sagen. So. Und darum nehme ich mir da auch die Freiheit, was Dummes auch mal zu sagen oder einfach behinderte Vergleiche zu nehmen, weil ich mir sage, ey, mir ist es scheißegal, das ist so wie es ist, ist perfekt, ist geil, so, weißt du? Aber gerade wenn es dann nur gelesen wird, so, dann ist es ein Problem. Ich glaube, ich würde meine Texte so auch nicht schreiben, wenn sie nur gelesen werden würden, so, weißt du? Weil bei mir einfach, weil ich es auch teilweise wie ein Instrument sehe, so, weißt du? Und so ein Text wie Brainwash, das ist schon sehr grenzwertig, weißt du? Wenn du sowas schreibst, skibidibidibidu, das ist schon richtig irrsinnig, aber man muss natürlich auch manchmal gucken, was steckt dahinter und oder ist das einfach nur auf Behindi so? Aber ich glaube, das wäre für mich nicht so eine Zukunftsperspektive, das mit dem Schreiben. Ich denke eher, ich würde lieber etwas machen, wo ich anderen Artists helfe, ihr echtes Potenzial zu erkennen und das irgendwie herauszukitzeln, so, weißt du? Okay, alles klar. Wir haben ja vorhin schon über die Weltherrschaft sinniert. Dieses Bellonia-Ding hat ja ein bisschen was so von so einer verschworenen Sekte, von so einer Loge. Ja, wenn man da mal ein bisschen rumspinnen will, ja, gegen wen verschwören sich die Bellonia oder wofür stehen sie? Das kann ich nicht so einfach sagen. Wir haben ja auch ein Orakel und dieses Orakel macht ja auch die Gesetze im Forum. Im Prinzip ist das ja auch nur eine entertaining Art und Weise, irgendwie mit diesem Star-Kult, Fan-Zeugs und so weiter umzugehen. Im Prinzip ist ja jeder Sticker, der von jemandem gemacht wird, jedes Poster, was sich jemand ins Zimmer hängt, ist ja sozusagen eine gewisse Art von Anbetung oder ein Poster ist schon halber Altar, so, weißt du? Und jedes Mal, wenn ein Fan über jemanden wildfremden nachdenkt, oh, der hat heute Geburtstag, ich schreibe dem eine Gratulation, was ich voll schmeichelhaft finde, dass mir das 100 Leute schreiben, aber unterm Strich ist das ja auch irgendwie so, weißt du, so ein bisschen Anbetungsstyle, aber die identifizieren sich auch. Also ich denke, es ist ein Hin und Her. Ich weiß, dass du das überhaupt nicht abfeierst, so.
Andererseits, da ich selber auch ein Fan von anderen Leuten war und auch deren Schicksal für mich miterlebt habe, war das für mich so, zum Beispiel als Ice Cube Stress mit NWA hatte, war es echt so, dass ich schlecht auf die zu sprechen war. Ich hatte so ein Loyalitätsgefühl Ice Cube gegenüber, weil ich gesagt habe, ey, der war immer der Geilste und ich fand ihn besser als Easy und deswegen war es für mich, ey, Cube ist im Recht, so, weißt du, ich feiere die anderen nicht mehr so. Und ich erinnere mich, dass ich echt wieder gebraucht habe, um NWA wieder feiern zu können. Und ja, ich glaube, die Leute, die setzen sich sehr stark mit einem auseinander und die identifizieren sich mit der Person und deswegen ist das auch okay und deswegen finde ich auch das mit diesem Belloni, wir haben das ja auch alles mit einem Augenzwinkern gemacht, so weißt du, und ich finde das auch witzig und es ist einfach auch lustiger zu sagen, werdet Bellonia als geht ins kusavage.de/forum, so, was vielleicht ein bisschen langweiliger ist. Okay. Ich weiß ja auch, dass du jetzt nicht unbedingt hinter jedem Song, den du irgendwann mal in deiner Karriere gemacht hast, heute noch so hundertprozentig stehst. Meine Frage ist, nervt sich irgendwann mal dann irgendwie zum tausendsten Mal live LMS zu spielen oder stehst du da drüber? Ich muss erstmal sagen, ich kann nicht sagen, so, ich stehe nicht hundertprozentig hinter dem Song. Ich stehe dahinter, dass ich diese Songs gemacht habe. Ich sage, die sind musikalisch oder von dem, was ich da drauf mache oder was ich da drauf sage, genügen die nicht meinem Anspruch, den ich jetzt an mich selber habe, so weißt du? So würde ich das sagen, aber ich würde nicht sagen, ich stehe nicht hinter LMS oder so, weißt du? Natürlich gibt es Songs auf West-Berlin Maskulin, wo ich Statements gemacht habe, ich kann die gar nicht live jetzt sagen, so, weil sich dann die Leute an den Kopf fassen und weil ich selber mich dann auch fragen muss, ey, ist das eigentlich noch normal, was ich da erzähle, so, weißt du, das ist schon super gestört. Weil ich fand's cool. Ja, natürlich fand man's cool, ich finde das doch auch cool, ich mag doch auch Mann beißt Hund, so, weißt du, bloß ich kann nicht von den Regisseuren erwarten, dass sie nur so eine Filme machen, so, weißt du, also ich denke, jeder muss für sich selber gucken, natürlich, wo er dann landet, so, weißt du, aber ich kann nicht nochmal sagen, ich bin mein Vater, Kusavage ist mehr Rap als Afrika Bambaataa, sorry, Alter, das ist, ich kann das machen so, aber unterm Strich, diese Tracks haben wir nicht für die Öffentlichkeit gemacht, so gesehen. Das ist wirklich, diese Songs, diese Maskulin-Songs sind meiner Meinung nach, gerade das erste Album, ist wie der Film von Paris Hilton. Ich glaube nicht, dass es für die Öffentlichkeit gemacht ist. Man hat im Hinterkopf, ey, es könnte sein One Night in Paris, aber dieser Titel stand noch nicht fest, so. Das hat sich eher dahin entwickelt, so, und die Leute haben es abgefeiert, so. Ich denke aber, wenn Paris jetzt einen Film machen könnte oder machen würde, denke ich schon, dass sie einen anderen Inhalt auch wählen würde, so, weißt du, und nicht nur da Schwänze bläst. Aber, das ist auch noch wack. Ja, aber, ich mache die Tracks trotzdem live, so, weißt du, nicht alles, aber natürlich performe ich LMS. Es ist natürlich anstrengend, aber ich sehe das auch wirklich dann in dem Moment echt als Entertainment. Die finden das witzig so und ich finde das ja dann auch lustig so und trotzdem habe ich dann auch wieder andere Songs und es geht da auch wirklich gar nicht um diesen ganzen moralischen Kram und so weiter. Es geht einfach wirklich oft darum, ob es mir selber noch gefällt oder nicht, aber prinzipiell versuche ich jeden Song so zu machen, dass er mir hoffentlich gefällt, auch später noch. Genau. Letztes Jahr gab es ja beim One Love Festival in Hannover so Gerüchte, dass du dich mit Taktlos wieder getroffen hast und dass ihr miteinander geredet habt. Natürlich haben alle gedacht, okay, vielleicht kommt ja jetzt im großen Jahr der Reunions auch da, eine Reunion. Kannst du was zu dem Treffen erzählen und wie das abgelaufen ist und ob irgendwann mal in 1000 Jahren vielleicht da noch was möglich ist? Ja, das war in so einer stillgelegten Lagerhalle, das Treffen so. Wir hatten so einen Tisch, so, wo wir dann so eine lange Tafel, einer ganz links, einer ganz rechts. Zwei Geigenkoffern. Genau, und Dings erstmal 5 Minuten Stare-Down so ins Gesicht geguckt. Natürlich nicht. Wir haben, Entschuldigung, ich muss ganz kurz das Handy auf lautlos machen. Wir sind, glaube ich, auch schon über der Zeit. Das spielt keine Rolle. Nee, wir haben uns, ehrlich gesagt, wir haben da telefoniert und so weiter und wir haben uns auch dort getroffen und wir hatten so ein bisschen hinher, ey, was wollen wir vielleicht da mal was machen oder irgendwas Verrücktes für die Leute. Unterm Strich ist es dann nicht dazu gekommen, was ja auch okay ist, so, weißt du. Aber der hat halt auch seinen eigenen Kopf, so, ich habe meinen eigenen Kopf und wir wollten das jetzt auch nicht so herausprovozieren. Wir haben gesagt, ey, lass uns das dann machen, wenn das angemessen ist. Und wie gesagt, wir müssen jetzt nicht so auf total Amok, ja, es muss jetzt sein. Wir machen jetzt den Reunion-Track auf der Bühne oder irgendetwas. Ich hätte halt gerne irgendwas Witziges gemacht, so, und bis jetzt war das noch kein Thema, aber mal sehen. Also ich glaube, das Mögliche ist sowieso alles. Was auch ein bisschen aufgefallen ist, so die verstärkte Internet-Promo bei euch, so mit den Videoblogs und so. Wie kam es zu dieser Überlegung? Weil früher war das ja nicht so. Und dann ist es ja auch ein bisschen so, wie sagt man, ja, kritisch betrachtet worden. So. Manche haben sich ein bisschen so, ja, so eine Überfütterung festgestellt. So. Hast du davor Angst, so, dass du da ein bisschen zu viel machst? So? Oder wie ist da grundsätzlich seine Meinung zu dem Thema? Ey, ganz ehrlich, so,
so promomäßig und so, ich habe davor gar nichts Angst, Alter, dass ich jetzt irgendwie, weil ich denke, es gibt so viele Leute, die Mucke sowieso hören und mögen, auch wenn ich das jetzt nicht machen würde oder auch wenn ich es total übertreiben würde, es würde jetzt nichts groß ändern. Und die, die eh sagen, ey, ich kann mir den nicht geben, die geben sich das sowieso nicht, weißt du? Da spielt es dann auch keine Rolle. Unterm Strich ist es so, ich will das selber ja auch nicht die ganze Zeit, oh, wir müssen einen Blog machen, das nervt mich doch selbst, so, weißt du? Mein Kollege kommt zu mir und sagt, ey, wir müssen jetzt aufnehmen. Und ich sag, ey, ich sehe aus wie ein Junkie, ich will jetzt nichts aufnehmen. Genauso wenig will ich, dass er mich jetzt filmt mit der Kamera, so. Das ist, ich will das auch nicht. Ja, ich werde gezwungen quasi, weißt du? Ich mache das so ein bisschen Goodwill und auf der anderen Seite, nein, ich sag mir, ey, ist doch normal, die Leute wollen ein bisschen was wissen und wenn es sie interessiert und ich muss ja auch etwas Promo für das Produkt machen, weißt du, für das Produkt Musik. Nein, aber wenn ich es nicht machen müsste, würde ich es nicht machen. Aber das ist heutzutage ein Vermarktungstool, Alter, und so ist das einfach. Genauso wie Leute, die Konzerte veranstalten, müssen Flyer drucken, so, weißt du, und ob das jetzt virtuelle Flyer sind oder jetzt wirklich Handouts, so, dann, das macht dann auch keinen Unterschied. So. Ich mache das jetzt und vielleicht spare ich mir dafür dann andere Sachen. Und wie gesagt, es ist auch nicht so, ich feiere dieses Netz auch nicht zu Tode oder so. Aber warum soll ich jetzt künstlich, ich mache MySpace nicht, ich hasse MySpace, so, aber warum soll ich jetzt als Einziger sagen, boah, nein, Alter, ich werde niemals twittern oder so. Ist ja auch total übertrieben. Okay, und weil wir alle Hunger haben, kommt jetzt die letzte Frage. Letztes Jahr hast du ja auch Esser, ich glaube, das war letztes Jahr, ne? Esser zum Leben erweckt. Yeah. Und ist das jetzt so, dass es auch typische Esser-Tracks gibt, wo typische Kool Savas-Tracks, oder ist das jetzt nicht so wie bei Eminem, dass du jetzt praktisch auch einen neuen Charakter erfunden hast, so wie Slim Shady und Eminem? Geringfügig, Alter. Also ich glaube, wenn man genau hinhört, dann wird man schon merken, Esser ist einfach Dings, der Esser ist eine gute Kombi aus verschiedenen Sachen. Das ist so von Kool Savas die Ernsthaftigkeit und yeah, ich bin der Hip-Hop-Head schlechthin so. Und auf der anderen Seite dieses, ey, ich mach mich locker und bin ein bisschen dieser Cypher-MC und bam und ich spit jetzt 32 Bars am Stück. Das ist irgendwie Esser so und mit paar bekloppten Einfällen und so. Aber prinzipiell ist das auch alles eins. So, das merkt man jetzt auch bei dem Teil, das ist alles zusammengeschmolzen so. Und ich kann da nicht mehr so viel Unterschiede erkennen. Aber Kool Savas prinzipiell, wenn ich ein Kool Savas Album mache, bin ich da schon immer noch ein bisschen noch etwas ernster und etwas so besonnener als jetzt bei meinen anderen Sachen, wo ich einfach auch durchdrehe. Okay, dann bedanke ich mich auf jeden Fall für das Interview und wir sehen uns auf der Tour, denke ich, und gehen jetzt was essen.